Willkommen zurück hier zu Deus Ex mit einem neuen Auftrag. Dem Auftrag mit Stanton Dowd zu reden, der schließlich angeblich weiß, wo der Virus herkommt. Yes? What is it? I'm here to meet with Dowd. Just a minute. I'll be right out to let you in. Ja. Danke. Ach, du warst das. Mr. Dowd awaits you in the family mausoleum. Okay. Danke für den. Ja, ich sehe schon, was du hier die ganze Zeit tust. Trinken. Na, ist ja okay, wenn du sonst nichts zu tun hast. The building that says Dowd on the front, on the western side of the cemetery. Und vielen Dank für das Medikit und das Multitool. Ah, und das ist der Schalter, der das Tor öffnet. Und auch wieder schließt. Ich lass mal zu. Munition. He is expecting you. Du redest mit mir durch die Wand. Warum muss man hier kriechen? Da ist kein Hindernis. Kann ich da drüber springen? Nee. Da ist irgendwie so ein unsichtbares Hindernis. Keine Ahnung, warum man da kriechen muss. Keine Ahnung. Dowd. Ich suche ein Haus vor dem oder auf dem. Auf dessen Eingang Dowd steht. Mausoleum ist wahrscheinlich da drüben. Da unten will ich jetzt vielleicht nicht so direkt hin. Aber will ich natürlich ein bisschen umschauen. Hey, guck mal, eine Biozelle. Die nehme ich doch gerne mit, ne? Was da wohl für Leute begraben sind, wenn die hier so bioelektrische Zellen verlieren. Holy shit, wo bin ich denn hier? Und wie komme ich jetzt... Na, da kam ich rein, ne? Ja, da kam ich rein. So, genau, das ist das. Und dann will ich jetzt da noch weiter runter. Was ist der? Das scheint wohl der... Hintereingang zu sein. Ich nehme mal den regulären Eingang. Ich will ja den Stanton Dowd, wenn der mich hier so großzügig empfängt, nicht vor den Kopf stoßen, indem ich einfach hinten reinkomme. Ja, genau. Das ist genau da. Aber seine Dietriche glaube ich mir natürlich. Guten Tag, Herr Dowd. How did you get in? The gatekeeper, how else? Strange. No one's supposed to be working this late. Did he say anything? Not really. Think I should check it out? Oh, don't mind my paranoia. Occupational hazard. I'm sure he has his business. He seemed harmless. Anyway, I scuttled the freighter and destroyed the stockpile of plague virus. Excellent, my friend. We have them on the run. I brought you something for that cough. Hope it works. Ambrosia, you found some. Mr. Dowd, tell me something. Someone calling himself Daedalus has been broadcasting to my infolink. He wants me to go to Paris to find an associate of yours, Morgan Everett. Yes, yes, Everett. We need his help to develop a cure. Who is this Daedalus? I don't know. He seems to be an ally. But if your friend doesn't want to be found... At this stage, we might be out of options. You see, I was able to decipher the molecular signatures Tracer Tong found. And it turns out, Everett was the one who developed the eutactic component of the virus. He developed the virus for the Illuminati? Not exactly. The work was on augmentations. It was Bob Page who wanted to develop it into a weapon. Tong found Page's signature on the virus as well. Page, the billionaire. How does he relate to Majestic 12? He was among the original group of Illuminati who broke off to form Majestic 12. Not so good at the science, though. He must be directing operations. So Everett should be able to reverse engineer Page's modifications and help find a cure. Exactly. Daedalus said I should find Nicolette Duclair first.
Yes. Everett is close to the Duclairs. My suggestion, too. Unfortunately, I've lost touch with the Paris crowd. How do I find Nicolette? She's a member of the French terrorist group Silhouette, last I heard. They're rumored to meet in the Paris catacombs. Great. I'll have Jock drop me off at the catacombs. I'll give you what I have on Nicolette. It's not much. Just a few snapshots of the catacombs area. Thanks. I'm sure they will be helpful. Und damit steht auch fest, wo es als nächstes hingeht. Nämlich nach Paris. Uiuiui! Ein Grab, das man öffnen kann. Und dann? Was habe ich dann davon? Kann ich dann da reinlegen? Ich kann drauf surfen, okay, immerhin. Aber sonst? Ich weiß ja nicht. Ich frage mich auch gerade, wofür die Kisten da sind. Es sieht so aus, als könnte man damit irgendwie irgendwohin hochklettern. Wahrscheinlich gibt es in genau einem Sarg irgendwas. Ah, sage ich doch. Sag ich doch. Schrot, eine Lam, eine EMP-Granate. Und den Rest brauche ich nicht. Brauche ich Heilung? Nee, ich bin voll geheilt. Okay. So, dann werfe ich mal noch einen Blick in den Computer. Illuminati Information Systems. Na, auch hier wieder Daedalus. Keiner weiß, wer Daedalus ist, aber irgendwie auf jedem Computer steht dieser Daedalus. TT. Tracer Tong. Mr. Doubt. Bla bla. Morcloud. Flotte. Virus. Menschen infizieren. Angst und Schrecken. Freisetzung verhindern. Erledigt. Check. Da ist noch ein Sarg. Aha! Aha! Was haben wir denn da? Ein Dietrich. Und nochmal 20 Fähigkeitspunkte. Wo komme ich da jetzt dann raus? Whoa, big bro. Somebody set up an EM disruption field. My controls are all over the place. The source seems to be a small building just inside the cemetery gate. Take out the field generator or his power source, or I won't be able to land. Nein! Komm ich da jetzt? Hä? Kam ich da gerade runter? Das kann natürlich sein. Oder... Hä? So, ja, nee, klar. Mhm. Alles klar. Dann muss ich jetzt hier einfach nur raus. Wow, wo bin ich denn hier gelandet? Oder genauer gesagt, wer ist denn hier gelandet? Ich bin doch hier noch auf dem Gelände von dem Doubt. Wo war der Eingang? Zum Mausoleum? Das war da drüben, ne? That's the one. Okay. Oh, genau, da war der Eingang und da ist das Mausoleum, ja. Ich will jetzt noch gerne wissen, was sich hinter diesem Schattfeld oder hier dieser Tafel an der Wand verbirgt. Send and out. Bist du noch da? Hm, wo ist der hin? Keine Ahnung. Das da. Dann muss ich das wohl knacken. Ich will das wissen. Und weil er gerade eh geradet wird von MJ12, es ist wahrscheinlich nur halb so wild. Wow, yeah, ein Implantat-Upgrade. Leider habe ich dafür gerade keinen Platz im Inventar, weil ich so eine blöde EMP-Granate dabei habe, die ich nicht brauche. Was upgrade ich? Ich upgrade
das da könnte ich machen. Ich würde den Energiezirkulator... Ja, den würde ich gerne möglichst bald auf Stufe 4 bringen. Sekunde. Das da will ich. Genau, diese Kombination, die mag ich nämlich sehr. Und der Energiezirkulator, von dem profitieren aber halt alle. Alle Implantate. So, was warst du jetzt denn für ein angeblicher Nachtwächter da drin? Aha. Eine Geheimtür, also. Was hat er? Ah, eine schallgedämpfte Pistole. Und jetzt wüsste ich dann doch gerne, was diese Codetafel macht. Die klappt das Bücherregal hier rechts von mir um. Ja, sowas habe ich in der Art schon gedacht. Wow, was ist das denn? Was zum... Henker! JC, I'm coming in fast. LZ is hot, so get to me as soon as you can. I'm gonna be a sitting duck out here. This one's some kind of mech. Ah, dann war das wohl das EMP-Feld. Das war wohl das... Sekunde. Da muss ich kurz nachhelfen. Ich brauche Energie. Ich will mich regenerieren. Ich will den Ballistikschutz. Und weil das alles viel Energie kostet, will ich den Energiezirkulator. So. Warum genau bin ich jetzt gestorben? Ja, genau. Das EMP-Feld, das wird dann wohl da drin generiert. Warum genau bin ich da jetzt gestorben? Ich habe mich regeneriert, ich hatte Ballistikschutz. So. JC, I'm coming in fast. LZ is hot, so get to me as soon as you can. I'm gonna be a sitting duck out here. Nochmal. Ich will den da und ich will das da und ich will das da. Das Tor muss natürlich offen sein. So. Jetzt warte ich nur darauf, dass der Helikopter kommt. Leider kann ich da jetzt nicht durchschießen. Wo ist er denn? Wo bist du? Jock! Er ist noch in der Area. Jock? Ach, da hinten. Warum da hinten? Hä? Wie, ihr könnt da durchschießen? Ja, mach halt auf. Geht doch. Oh. Nein. Ach, Jungs. Och nö, was ist das denn? Ach Leute. Kriege ich euch damit wenigstens? Nee, ne? Warum geht meins nicht durch das Tor durch? Aber das von denen schon. Das ist doch gemein. Das war blöd. Und da lade ich gerade wieder. Ah, ist das dumm. Ich dachte, er holt mich natürlich da ab, wo er mich abgesetzt hat. Wer kommt denn auch auf die Idee, dass er woanders landet? JC, I'm coming in fast. LZ is hot, so get to me as soon as you can. Ja. I'm gonna be a sitting duck out here. So, nochmal. Ich will den da. Und ich mache mich einfach unsichtbar. So können die mich mal. Los geht's. Ready to head out. Dowdy needs us to contact his associate in Paris. Everett, right? The leader of the Illuminati? He's not an easy man to find. Let's go. Only Paris wasn't under martial law.
great city it used to be. Ja, habe ich auch schon gehört. Allerdings war ich selber noch nie in Paris. Müsste ich mal hingehen. Also jetzt so im Real Life, nicht in-game. In-game, genau, sehen wir uns dann in Paris gleich wieder mit Chasey. Und auch wenn diese Folge jetzt wohl ein bisschen kürzer wird. Ach, verdammt. Genau, auch wenn diese Folge jetzt ein bisschen kürzer ist als die anderen, ich würde es hier speichern und für heute erstmal Schluss machen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Well, enjoy Paris. Sorry, I couldn't get you any closer than this. Majestic 12 troops have occupied the streets. Make your way down to the catacombs. Silhouette should have a hideout in one of the old tombs. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Deus Ex.